Hübi, beginne diese Folge mit dem Pute-Laune-Intro. Sag mal, Tim, darf ich eigentlich dein Intro verwenden? Müssen wir aber noch über den Preis reden, ne? Hübi, was macht die Feuerwehr in deinem Garten? Ja, hahaha, es ist immer wieder dieselben unlustigen Kommentare. Hinter dir passiert was, da steht deine Mutter. Warte, was? Ja, Hübi, bin nur hier, um zu sagen, dass du gute Arbeit machst. Oh, das ist voll lieb, ich gebe mir auch wirklich alle Mühe und ich hoffe auch wirklich, dass ich da immer weiter vorankomme. Also, sowas hört man immer gern. Vielen, vielen Dank, das ist Balsam für die Seele. Hat der nicht eigentlich mich gemeint? Ja, Hübi, gut gemeinter Rat. Flame nicht zu sehr die Ninjago-Community, sonst hast du noch die Ninjago-Fanatiker am Hals. Ninjago! 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 Hübi, schwing das dann 2. Jo, Hübi, da du ja keinen Feuermelder hast, wollte ich dir nur kurz Bescheid sagen, dass dein Studio gerade abfackelt. Das Ding ist, ja, ich habe keinen Feuermelder und ich glaube, es ist sogar gesetzlich verpflichtend, dass man einen Feuermelder in seiner Wohnung hat. Aber bei mir brennt es halt auch nicht. Das ist so der Punkt. Also, ich habe das Gefühl, das ist einfach absolut sinnfrei, einen Feuermelder so weit zu bekommen. Hübi, erzähl mal von deinem Hassspiel, so als ob du es lieben würdest. Ja, was ein Zufall. Tatsächlich haben wir beide das gleiche Spiel, was wir wirklich so sehr vom Herzen hassen. Das ist so angenehm. Pokémon Legenden Arceus. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Diese ganzen Pixelfehler überall sind so hässlich. Das ist so wow einfach. Es ist ein Traum. Vor allem, ich liebe ja auch dieses stumpfe, stupide, dämliche Listen abarbeiten. Man hat ja sonst nichts anderes zu tun. Die Quests sind so einfach. Selbst der größte Volltrottel kriegt die hin und es ist einfach keine Abwechslung drin. Und ich bin auch so positiv angetan. Ich bin überhaupt nicht überfordert mit dem, was die Pokémon machen, weil sie halt einfach nichts machen. Dadurch verliere ich mich halt auch nicht in der Welt. Jo, Hübi, was schätzt du, wie viele Spezies werden dir auf der Gamescom geschenkt? Tatsächlich, auf der Gamescom 2019 habe ich einige Spezies geschenkt bekommen, was verrückt ist, weil man eigentlich gar keine Getränke mit auf die Messe nehmen darf. Aber man muss jetzt auch ehrlicherweise sagen, die Taschenkontrolle ist wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Also wenn ihr irgendwas in einen Pulli einwickelt, dann wird schon nicht gefunden, weil die immer nur so sporadisch reingucken. Also ich würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen was zu trinken mitnehmt, aber bitte passt auf, dass ihr von der Security keinen Stress bekommt. Jo, Hübi, was passiert eigentlich, wenn eine neue Person Mord wird? So! Hör gute Laune, Typ, oder? Ich kann eigentlich schon Tim sagen, ja. Du bist ja ewig lang jetzt schon im Chat dabei und machst wirklich einen großartigen Job. Und ich habe nochmal deine Bewerbung angeschaut. Ja. Nochmal ganz spannend auf Seite 5 hier, dass du tatsächlich auch nur 4-mal die Woche masturbierst. Richtig gut. Das sorgt dafür, dass du einen guten Trieb hast. Und deswegen wollte ich fragen, möchtest du Mord sein auf meinem Kanal? Ich wünsche mir das schon so lange. Ich bin froh, dass das jetzt endlich geklappt hat. Das ist ein Herzenswunsch von mir. Super. Ich glaube auch, dass du richtig gut ins Team passt. Mhm. Und du brauchst natürlich auch noch Mordausrüstung. Ja. Würde ich einfach kurz, wenn sie vielleicht mitkommen. Ja, klar. Dann, kann ich ihnen vielleicht einfach alles geben, was sie brauchen. Okay. So. Genau, wir haben jetzt heute alles im Lager unten. Okay. Genau, einfach einmal mitkommen. Genau. Hier? Genau. Einfach da vorne. Richtig. Ist aber dunkel hier. Genau, da in dem Zimmer, da sind die ganzen Sachen. Ne, hier, vorhin, ja. Wenn Sie da einfach kurz reingehen, da haben wir die ganzen Sachen drin, die Sie brauchen. Richtig, genau. So! Und da arbeitest du jetzt dein Leben lang und hörst so viele Nachrichten und Essen gibt es 2-mal im Monat. Können wir doch über alles reden, hä? Hilfe! Ich wollte doch nur Mod werden. Jo, Hübi, wie heftig wäre es bitte schön, wenn du ein Konzert spielen würdest? Vertrau mir, nein. Wenn du ihn schon mal singen gehört hast und generell seinen musikalischen Skill kennen würdest, bitte nein, das ist das Letzte, was wir brauchen, dass der da hinten ein Konzert gibt. Jo,
Hübi, hattest du schon mal eine Zahnspange? Tatsächlich ja. Ich glaube, so circa von 9 bis 12 oder so vom Alter hatte ich tatsächlich recht lange Zahnspangen. Ich habe sie übertrieben gehasst. Es hat mich einfach super genervt. Der Kieferorthopäde war irgendwo übel weit weg und ich habe mich einfach so hässlich gefühlt mit diesem Metall in der Fresse. Wobei ich mittlerweile sagen muss, dass es eigentlich gar nicht so schlimm war. Zahnspangen sind voll normal. Also wenn ihr gerade eine habt, das ist voll in Ordnung und es ist wirklich gut, weil vielleicht nervt es euch in dem Moment, aber ihr spart euch so viele Schmerzen und Zahnarztbesuche über die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Da muss man einfach Augen zu und durch. Als wenn die dich noch mehr entstellt haben. Jo, Hübi, spül mal deine Toilette nur zur Unterhaltung. Hey. Weißt du, was witziger als einmal spülen ist? Was denn? Zweimal spülen. Hübi, was hast du gemacht? Dass der Wellensittich, alter Hübi, was machst du denn da? Gesagt hat. Alter Hübi, was machst du denn da? Das ist so eine, der gleich mein Lachen nachmacht. Das ist so eine, der gleich mein Lachen nachmacht. Jo, Hübi, mach mal ein Ranking von McDonald's, Burger King, KFC und Subway. Burger King, McDonald's, Subway, KFC. Echt jetzt? Ja. Jo, Hübi, hier. Bro, alles gut bei dir? Jo, Hübi, was ist dein Lieblingsessen? Immer wenn's ums Essen geht, schickt er den Dicken vor die Kamera, weißt du? Das Lieblingsessen ist selbstverständlich richtig geiler Bratreis mit Ente und irgendwie supergeiler Soße und geilem Gemüse. Mehr brauche ich nicht. Jo, Hübi, denkst du, deine Mods sind im Gomme-Mode? Ich glaube nicht, dass sie im Gomme-Mode sind. Ich glaube eher, dass sie im Inhaftierungsmode sind. Was, Mode? Was machst du denn hier oben? Jo, Hübi, beschreibe deinen Kanal in einem Wort. Mit einem Wort? Mit einem Wort. Besser. Jo, Hübi, hast du es auch, wenn ein Bison mit Lichtgeschwindigkeit durch dein Fenster fliegt? Ultra nervig. Schon wieder eins. Jo, Hübi, lass Pokelkeks die nächste Frage beantworten. Okay, mach ich. Jo, Hübi, kommst du dieses Jahr zur Gamescom? Wir warten alle gespannt auf Justins Antwort. Yes, ich bin auch auf der Gamescom. Ich werde Samstag und Sonntag da sein und ich bin auch übel hyped, alle zu sehen, ein paar Sachen aufzunehmen, da was richtig Cooles rauszuschneiden. Das wird ein richtig cooles Event. Ich habe jetzt irgendwie keinen Bock mehr auf die Gamescom. Nee. Lass nicht hingehen. Muss nicht. Also, nee, irgendwie. Jo, Hübi, warum lag das so hart? Es lag doch einfach ganz so unter... Holy shit, okay, wir haben übelste Probleme. Vielen Dank an meine Kanalmember. Ich hoffe, ihr seht das noch und es bricht nicht zu krass ab. Ich verlinke euch hier oben nochmal den einstündigen Reaction Saturday mit Tim. Hier unten das neue Kaiser-Projekt. Ey, ich hoffe, ihr erkennt noch, was wir hier tun. War das... Ist das jetzt ernst? Ich muss mal auf Klo.